ideale Bedingungen. Auch Pete Sampras war ja von Los Angeles jahrelang nach Tampa gegangen, weil er eben sagt, wenn man dranbleiben will, dann ist es dort halt das ganze Jahr hindurch am besten, am sichersten, um sich vorbereiten zu können. Aber Pete Sampras ist nun auch bald 29 Jahre alt, wieder in seiner Heimat nach Los Angeles zurückgekehrt, wohnt in Beverly Hills. Den werden wir heute ja auch noch sehen. Auf Wimbledon 1 und dann werden wir sehen, ob die Verletzung schwerwiegend ist. Ja, das war eben wieder Gutmachung für Talaya. Zweite Fehlentscheidung, dieser Ball ist ausgegeben worden, eben hier unten. Der war auf der Linie. So gleicht sich alles aus. Forty, 15. Sehr gut von Hingis, ganz plötzlich das Spiel schnell gemacht. Überraschend für Talaya, dieser kurzgesetzte Rückhand-Cross. Drei Punkte in Folge für Hingis. Es droht weiteres Ungemach für die Kroaten. Ich sprach von dem größeren Ungemach, das kommen könnte. Damit meinte ich das. Nach 40-0 also nun doch Vorteil Martina Hingis und gleich eine frühe Breakchance im zweiten. Wieder Vorteil Miss Hingis, zweite Breakchance. Talaya, ein wenig die Aufschlaggeschwindigkeit eingeblendet. Steht hier vor einer negativen Vorentscheidung. Ja, war draußen.
draußen. Ja, mit einer für Damentennis schwachen Aufschlagquote von 50%. Erste kann man gegen Hingis natürlich nichts werden. Auch die 6 Doppelfehler bisher deuten das an. 1-0. Frühe Führung also für Martina Hingis. Wir gehen mal ganz kurz wieder rüber zum Platz Nummer 14. Das Wort vom hohen Niveau ist eben gefallen. Auch auf diesem hohen Niveau spielt im Moment Martina Hingis. Dieses Bild hat das zwar eben nicht bewiesen, aber 2-0 Führung inzwischen für Martina Hingis. Zu 15 hat sie ihr erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz durchgebracht. Eingeblendet eben die mageren Zahlen für Silvia Talaya, was den ersten Aufschlag angeht. Unter 50% gerutscht, also die Damen spielen ja eher sichere Aufschläge. Das ist das Beste, was wir von der Kroatin heute gesehen haben. Diese weithändig geschlagene Rückhand erneut down the line, die Linie hinunter und sogar auf die Linie gesetzt den Ball. Wenn man darauf achtet, wo die Spielerinnen agieren, Martina Hingis 1-2 Meter vor der Grundlinie und ihre Gegnerin dahinter, dann wissen Sie Bescheid, wer hier das Spielgeschehen diktiert. Gleiche Bild wie eben. Diesmal kann sie den Ball zwar erreichen. Aber vor dieser Rückhand der Kroatin, da muss sie sich in Acht nehmen. Sich vorsehen, die hat es in sich. Let for service. Let for service. Das erste Spiel für Silvia Talaya verkürzt auf 1-2. So ganz langsam kommt die Sonne ein bisschen hervor. Bisher war dieser Tag das, was man rather dull nennt. Recht trübe. Regen am Vormittag. Aber jetzt doch angenehme Atmosphäre. Extreme Vorhandgriffhaltung bei Talaya hier eben gut zu sehen. Das Potenzial bei der Kroatin nicht zu übersehen. Was ihr fehlt, ist Routine. Ist zwar 3 Jahre älter, aber ist doch schon 8 Jahre Profi. Aber hat zwischendurch noch die Schule beendet und dann im Konzert der Großen nicht so richtig Tritt fassen können. Das ist erst praktisch im letzten Jahr geschehen, als sie doch beachtliche Resultate hatte, auch gegen in der Weltrangliste weitaus höher
gesetzte Spielerin. Die Erfolge haben sich in diesem Jahr eben eingestellt durch zwei Turniersiege. Und auch diese dritte Runde von Wimbledon wird die Kroatin weiter in der Weltrangliste nach oben bringen, unter die Top 20, auch wenn sie hier und heute gegen Martina Hingis verlieren sollte, was ja nun wahrlich keine Schande ist. Sie kontrolliert das Geschehen, wie sie will. Bisher das Beste, was Hingis bei dieser Wimbledon-Auflage 2000 gezeigt hat. Kaum fehlermachend, sehr druckvoll spielend. Game Hingis. 3-1 für die Schweizerin. Die ja in der alten CSSR geboren wurde. Die Mutter ging dann mit ihr in die Schweiz und als sie 13 wurde, hat sie einen Schweizer Pass bekommen. Sehr beliebt in der Schweiz, voll akzeptiert. Ansonsten haben ja die Eidgenossen doch etwas Vorbehalte gegenüber sogenannten Gastarbeitern. Guter Ballwechsel, gut geführt von Talaya. Zu hektisch, lässt sich zu wenig Zeit zwischen den beiden Aufschlägen. Siebenter Doppelfehler. Dieser Ballwechsel spricht von der Totalkontrolle der Schweizerin über ihre Gegnerin. Jetzt nach fünf, fast ansatzlos dieser Dropshot, extrem unterschnitten. Keine Chance für die Kroatin. Es scheint hier eine ähnliche Entwicklung zu geben wie beim
bisher einzigen Break im zweiten Satz. Das war das erste Spiel. Auch dort hatte Talaya 40-0 und gab dennoch den Aufschlag ab. Hier 40-0, jetzt sind wir bei Einstand. Da drüben, meine Damen und Herren, spielt die Nummer 1 im Damen-Tennis. Das wird sie bleiben. Gleich was hier in Wimbledon noch passiert. Sie hat nur eine Erstrunden-Niederlage zu streichen in der Weltrangliste. Lindsay Davenport muss ihren Titel erfolgreich verteidigen und dann bleibt der Abstand genauso groß wie bisher. Die Weltranglisten-Erste Hingis kann einem Sommer 2000 als Nummer 1 gelassen entgegensehen. Ja, ein bisschen roch das nach Platzfehler. Das ist am Ende der ersten Woche natürlich nirgendwo zu vermeiden. Und da haben wir die Breakchance, also in etwa die Parallele zum ersten Spiel des zweiten Satzes ist gegeben. Game Singles. Da gingen die Lichter wohl aus für Silvia Talaya. Zwei Breaks vor Hingis, die übrigens in diesem Jahr zum ersten Mal ganz anders an Wimbledon herangegangen ist, hat normalerweise zwischen den French Open und Wimbledon keine Turniere gespielt. In diesem Jahr war sie nach Paris für eine Woche in Rožnov in der Tschechischen Republik. Dort hat ihre Mutter noch ein Haus on the countryside und dort soll es sogar einen Rasenplatz geben. Gewonnen, über den Aufschlag ausgeglichen. Hingis Vorteile von der Grundlinie, aber starke Vorteile am Netz eben. Sechsmal nur war Talaya vorne, viermal den Punkt gemacht am Netz. Also das ist dann doch zu wenig. Die absoluten Zahlen sprechen eine noch deutlichere Sprache. 6-2, 4-1. Jan von Rožnov ging der Weg dann nach Herzogenbosch. Da hat sie ein Vorbereitungsturnier gespielt in der Woche zuvor. Wenn wir hier nochmal die Punkte am Netz aufgebröselt sehen. Und hat dieses Turnier gewonnen. Hat gegen Jananet Jetley gewonnen, gegen Cara Black, gegen Jennifer Capriati und das Finale gegen Ruxandra Dragomir, die allerdings stürzte und wegen eines Fingerbruches dann aufgeben musste. Mitte des zweiten Satzes, 6-2, 3-0 war die Führung für Hingis, da wäre sowieso nichts mehr angebrannt. Und mit diesem vierten Turniersieg im Rücken, im Gepäck, ist sie also hier in Wimbledon angereist. Ohne Satzverlust wird sie ins Achtelfinale kommen, die Prognose wage ich einfach mal. Und dann haben wir vielleicht schon morgen das Achtelfinale Hingis gegen Huber. Da schauen wir natürlich dann ganz besonders interessiert zu. Sonntag ist ja hier spielfrei. Es kann sein, dass morgen bereits die ersten Achtelfinals bei den Damen gespielt werden. Game Hingis.
das erste Ass der Partie wie aus einem Guss jetzt. Das gefällt mir sehr gut. Und das heutige Spiel bestätigt die Odds der Buchmacher hier, dass sie die Top-Favoritin ist. Und er, Mark Pecci, wird ein bisschen weiter arbeiten müssen mit Silvia Talaya. 7 Doppelfehler, schwacher Zahlenaufschlag, 47% Erster. Zu wenig Mut vorzugehen, allerdings Hingis lässt auch nicht viel zu. Andererseits wird man über diese dritte Runde hochzufrieden sein. Es gibt ja auch ein bisschen Geld mit, 25.000 US-Dollar für die Verliererin dieser dritten Runde. Mit dieser Rückhand hat Hingis schon 4-5 Mal Bekanntschaft gemacht. Sie nimmt es gelassen. 40-15. Der neue Freund von Martina Hingis ist hier übrigens nicht zu sehen. Dort, wo normalerweise der persönliche Anhang zu sehen ist. Das wissen Sie, Magnus Norman, der Schwede, seit 6-7 Wochen Freund von Martina Hingis. Aber richtig ernst. Yes. Vielleicht ist sie noch zum Mittagessen verabredet. Mit Magnus, der hier bereits ausgeschieden ist. Und da haben wir nach 58 Minuten den ersten Matchball für die Schweizerin. Yes. Vielleicht will Martina Hingis die Sache hier rund machen. Gleich springt die Uhr um auf eine Stunde. Zweiter Matchball. Yes. Yes.
Nadep. Auch hier eine ähnliche Entwicklung wie im ersten Satz. Da hatte Martina Hingis zwei Satzbälle bei 5-1-Führung, musste dann über den eigenen Aufschlag letztendlich die Entscheidung bringen. Ähnliches jetzt, zwei Matchbälle gehabt und jetzt wird es doch keine runde Sache mehr. 61 Minuten gespielt. Das gibt mir Gelegenheit, Ihnen vielleicht noch zu sagen, das ist übrigens ein Kuriosum hier, schauen Sie sich das an, gleich geht die Partie zu Ende und die Linienrichter werden ausgetauscht. That's the rules. 90 Minuten normalerweise. Hier hat man sich entschieden für 60 Minuten. Und dann kommt die zweite Abteilung, um gleich noch dieses wahrscheinlich letzte Aufschlagspiel von Hingis mitzumachen. Ja, vielleicht noch ein paar positive Worte auch über Hingis Gegnerin. Die hat gut begonnen in Brisbane, in der Nähe von Brisbane. Immerhin Spielerinnen wie Konnikova und Sanchez Vicario. Und dann im Finale auch Conchita Martinez geschlagen auf Hartplatz, diesem Rebound Ace Bone in Australien. Und damit den ersten Titel gewonnen. Dann in Sydney verletzt. Zwar noch gespielt wie der Australian Open, früh verloren. Dann gab es eine Durststrecke. Aber mit Amelia Island in Amerika immerhin Achtelfinale. Mary Pierce unterlegen. Ich sagte es für ein Achtelfinale in Berlin. Da war Hingis im bisher einzigen Match die Endstation. Straßburg gewonnen. Tosia Dishi, Nathalie Dishi geschlagen und die Ungarin Kuti Kiss. Und auch auf Rasen in der Vorbereitung einigermaßen erfolgreich. Achtelfinale in Birmingham. Also 21-16 die Bilanz im Jahr. 21 Siege, 16 Niederlagen. Darauf kann man aufbauen. Und dritte Runde Wimbledon, das ist ja auch so schlecht nicht. Obwohl, ganz am Ende sind wir ja noch nicht. 3 Punkte fehlen jetzt. Hingis bei ihrem eigenen Aufschlag. Ah, gut gesehen von Hingis. Nach diesem Ausrutscher. Können wir hier nochmal sehen. Ja, mit links weggerutscht, auf den Po gesetzt. Hingis schaut zu, sieht das offene Feld. 30-15. Und 40-15. Wollte sie da schon vorgehen, Hingis, zum Shake Hands. Matchball ist es jetzt. Verzählt. Dritter Matchball. Die Freude ist groß bei Martina Hingis. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit einem großen Respekt in diese Partie gegangen ist. Natürlich ist sie in den meisten Begegnungen, vielleicht in allen Begegnungen, die Favoritin. Aber so ein bisschen Respekt durfte man schon haben vor Silvia Talaya. Und das ist die neue Martina Hingis, das muss man auch mal zu ihrer Ehrenrettung sagen. Von Anfang an bei diesem Turnier sehr aufgeschlossen, sehr kommunikativ mit dem Publikum. Mama Melanie Molitor hat genug gesehen, es geht in die Kabine. Jetzt wird es wahrscheinlich noch ein richtiges Mittagessen geben. Vorher sollte man ja nie so viel essen. Mark Petschi wird es gelassen hinnehmen, diese 2-6-2-6 Niederlage von seinem Schützling Talaya in 63 Minuten. Martina Hingis also damit weiterhin ohne Satzverlust. Und da wollen wir doch alle hoffen, dass das im Achtelfinale anders wird. Denn da wird die Gegnerin von Hingis Anke Huber sein. Die beiden standen sich häufig gegenüber, auch in Spielen, die nicht in der offiziellen Weltrangliste oder im offiziellen Rekordbuch verzeichnet werden. Haben auch mal beim Weltdienstcup in Frankfurt gespielt, über 5 Sätze, da gewann Anke Huber
Also unmöglich ist nichts, gleichwohl, ich gebe es zu, die Favoritin wird gerade nach der Vorstellung von heute Martina Hingis sein. Aber auch dieses Achtelfinale gegen Anke muss erstmal gespielt werden. So, hier auf Wimbledon 2 haben wir gleich mehr Tennis für Sie. Drei gut aussehende Herren werden sich versammeln, Jan-Michael Gamble und sein Landsmann Goldstein. Und der Reporter wird dann Michael Körner sein. Kleines Päuschen, wenn es losgeht, sind die Bilder wieder da und dann auch Ihr Reporter.